Uwe Mauch, die Grünen sind die großen Gewinner dieser Kommunalwahl. War das für dich überraschend? Nach dem Ergebnis gestern Abend von der Europawahl nicht mehr. Da konnten wir schon damit rechnen. Aber vor der Europawahl hätte ich gedacht, das ist nicht machbar, dass die Grünen sogar noch zulegen. Da haben eigentlich alle aufgrund dieser vielen Listen mit gerechnet, dass jede Partei, jede größere Partei Sitze verliert. Das ist noch gar nicht lange her, ein bisschen mehr als ein Jahr, da waren die Freiburger Grünen im Jammertal. Der OB wurde abgewählt. War das im Nachhinein jetzt für die Grünen einfacher, Wahlkampf zu machen? Sicherlich war es für die Profilierung von der Grünen von Vorteil. Man konnte ganz klar grüne Programmatik nach vorne setzen und musste nicht mehr diese Kompromisslinie fahren wie mit einem Oberbürgermeister. Entgegen des Bundestrends ist die SPD nur zweite Verliererin in Freiburg. Ein dramatischer Absturz von der CDU, wie ist das zu erklären? Also ich glaube, insgesamt hat sich der Bundestrend extrem durchgeschlagen hier, dass die CDU jetzt noch stärker verliert als im Bund und noch stärker als die SPD, das ist tatsächlich eine große Überraschung. Möglicherweise spielt eine Rolle, dass die CDU in den letzten Jahren in Freiburg so an Profil verloren hat, keinen eigenen OB-Kandidaten aufgestellt hat. Das war sicherlich nicht zum Vorteil. Und der Wahlkampf hat auch auf das Sicherheitsthema gesetzt. Und ich glaube, das spielt jetzt in diesem Wahlkampf gar keine Rolle oder ist zumindest von dem Klimathema völlig überrollt worden. Was ist sonst die größte Überraschung für dich bei den Ergebnissen? Also überraschend war, dass die AfD nur mit zwei Mandaten in den Gemeinderat kommt. Und vielleicht die allergrößte Überraschung ist, dass die grüne Alternative von einem Mandat auf drei springt. Und das liegt mit Sicherheit hauptsächlich an der Monika Stein, die von ihrem OB-Wahlbonus vom vergangenen Jahr profitiert hat. Und vielleicht noch ein Punkt, dass die SPD so schwächelt, obwohl sie ja eigentlich mit OB Horn im Wahlkampf ja ein Zugpferd haben müssten. Wird die Arbeit im Gemeinderat jetzt schwieriger, weil es ja doch ziemlich zersplittert aussieht? Die Kleinen werden mit Sicherheit alle Fraktionsgemeinschaften bilden. Das sind ja auch lauter Einzelkämpfer, die sonst überhaupt nichts bewirken können. Unterm Strich wird es aber sicherlich schwieriger, schon allein in diesen Fraktionsgemeinschaften sich auf eine Linie zu einigen. Und dann noch eine Mehrheit im Gemeinderat zu erzielen, wird sicherlich nicht einfacher. Auch für den OB wird das Tagesgeschäft sicher schwieriger.